Am Wort ist jetzt Michael Hammer von der ÖVP. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, man muss ja den NEOS fast dankbar sein, dass wir diesen Bericht des Arbeitsinspektorats heute hier im Plenum diskutieren. Dankbar sein und den wir dem Ausschuss enderledigt haben. Wir haben dort auch schon eine intensive Diskussion geführt, aber ich glaube, gerade was auch medial in den letzten Tagen diskutiert wurde, macht es einfach notwendig, hier auch entsprechend das in das richtige Licht zu rücken. Wir haben, und das hat dieser Erlass, er wurde schon zitiert, zum Ausdruck gebracht, natürlich in der Vergangenheit oftmals durch das Sozialressort eine falsche, völlig teilweise unternehmerfeindliche Philosophie, die da geprägt worden ist. Und das mündet auch in diesem Mindestbeanstandungserlass, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, wo einfach dieser Ansatz gewählt wurde. Und ich glaube, es ist einfach notwendig, und die Frau Bundesministerin hat das auch gewählt, hier die Notbremse zu ziehen und einfach die Philosophie dort zu verändern. Ich glaube, es ist wichtig und es gibt uns heute auch die Gelegenheit, wirklich zu zeigen, und wir bekennen uns alle, und das ist wichtig, der Kollege Muchitsch hat das auch angesprochen, den Arbeitnehmerschutz in den Vordergrund zu stellen, aber das muss entsprechend vernünftig geschehen und hier auch entsprechend die Unterstützung gegeben sein. Ich glaube, es ist schon wichtig, eine Einrichtung wie das Arbeitsinspektorat auch entsprechend aufgestellt zu haben. Ich darf mir auch dem Dank anschließen für die geleistete Arbeit. Und es ist, die Zahlen wurden auch schon genannt, eine Vielzahl, was an Kontrollen, an Prüfungen und auch an Beratungen durchgeführt wird. Und ich glaube, und das ist auch das, was das Regierungsprogramm abbildet, wir brauchen ein Arbeitsinspektorat, das wirklich den Arbeitnehmerinnenschutz in den Mittelpunkt stellt, das nicht durch überzogene Kontrollen und Herumreiten, oftmals auf Formalbestimmungen, meine Kollegen, die nach mir kommen, werden da auch Fallbeispiele noch nennen, die Betriebe, aber auch die Arbeitnehmerinnen schikaniert, sondern wirklich durch Service und Beratung an einer echten Verbesserung des Arbeitnehmerschutzes arbeitet, weil nur das hilft schlussendlich der Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und das sollte man entsprechend auch sicherstellen. Wichtig ist, und das wurde auch schon gesagt, dass bei festgestellten Übertretungen, und die gibt es natürlich, entsprechend beraten wird, dass der Missstand abgestellt werden kann. Auch das nutzt ja wirklich nur, und dass wirklich am Ende der Kette nur auch die Bestrafung sein kann. Das Regierungsprogramm sieht ganz klar die Entbürokratisierung der Arbeitsinspektorate vor und auch ganz gezielt diesen Ansatz, beraten statt Strafen, in den Mittelpunkt zu stellen. Wichtig ist, und das ist schon eine Innovation und ich begrüße das sehr, ist die Ombudsstelle, wo wirklich die Arbeitnehmerinnen genauso wie die Unternehmer die Möglichkeit haben, sich entsprechend dort zu beschweren, Missstände aufzuzeigen, weil oftmals dort vermittelt werden kann. Und einige Bundesländer, meines sowie Oberösterreich, hat auf Initiative des Wirtschaftslandesrates auch einen runden Tisch des Öfteren einberufen zum Thema Arbeitsinspektorate, weil man da einfach gewisse Dinge, die die Unternehmer stören, die aber auch die Arbeitnehmervertretung stören, ausreden kann und wirklich einen vernünftigen Zugang wählen kann. Das ist der richtige Zugang. Und wir diskutieren ja heute dann auch einen Entschließungsantrag der SPÖ mit, der Kraut- und Rüben-Antrag ist und der da wirklich Dinge der falschen Philosophie, die man in der Vergangenheit gewählt hat, untermauert. Den lehnen wir natürlich ab. Michael Hammer von der ÖVP betont, es brauche ein Arbeitsinspektorat, das Arbeitnehmerschutz in den Mittelpunkt stellt.